einen Wundermittel, für andere eine potenzielle Gefahr. Glyphosat im Boden, wir haben konkrete Testergebnisse. Dazu diskutieren live im Studio Experten von Global 2000 und der AGES. Und gesundheitsschädlich, wie gefährlich ist Glyphosat für Mensch und Tier? Guten Abend bei Konkret. Glyphosat, das Pestizid, wird seit Jahren heftig kritisiert. Ist dieses Gift unbedenklich für Mensch und Natur oder nicht? Mittlerweile gibt es erste Klagen gegen die Industrie. Wäre ein Verbot sinnvoll oder gefährdet das die Existenz von Landwirten? Unsere Redakteurin Vanessa Böttcher begleitet seit April einen Bauern aus Niederösterreich. Er setzt Glyphosat auf seinen Feldern ein und hat von diesen Bodenproben analysieren lassen. Mit einem erstaunlichen Ergebnis. Es ist ein Mittwoch, Anfang April. Lorenz Meyer, ein Landwirt aus Niederösterreich, mischt gerade die dritte Fuhre Glyphosat für seine Rübenfelder. Im Verhältnis 3 zu 120. Also auf 120 Liter Wasser kommen 3 Liter des Pflanzenschutzmittels. Eine zähe braune Flüssigkeit, die unerwünschtes Unkraut von seinen Feldern entfernen soll. Direkt am Ortsrand der Gemeinde Steinerbrunn liegen seine Felder. Lorenz Meyer ist heute besonders früh unterwegs. Er hat nur ein kleines Zeitfenster vormittags, in dem es windstill ist. Und nur dann kann er spritzen, ohne dass das Gift kilometerweit im Umkreis verteilt wird. Ich setze das Glyphosat jetzt noch im Anbau ein. Das heißt, die Zuckerrübe ist noch unter der Erde. Die ist 2 Zentimeter unter der Erde angesetzt. Die beginnt jetzt das Keimen. Das heißt, das Glyphosat kommt mit dem Produkt, mit der Zuckerrübe, nicht in Berührung, sondern tut nur die Altverunkrautung weg. Auf diesem Feld hat Lorenz Meyer vergangenes Jahr im Herbst nach der Ernte eine sogenannte Zwischensaat angepflanzt. Buchweizen, Ackerbohnen, Ölrettich und Senf. Die versorgen den Boden während der Wintermonate mit Nährstoffen und schützen ihn. Wenn der Boden über den Winter brach liegt, das heißt, er ist der Witterung voll ausgesetzt. Es brennt dauernd die Sonne drauf, er wird oberflächlich ausbrannt. Und wenn er dann auffriert im Frühjahr, ist er locker. Ich baue dann, egal jetzt, irgendeine Kultur rein und ich habe einen oberflächlichen, lockeren Boden. Das heißt, wenn noch ein Starkregen ist oder so wie es in den letzten Tagen war, der Wind, sieht man den feinen Boden, wie es den Winderosion wegnimmt oder beim Regen auch noch Starkregen der Boden wegnimmt. Lorenz Meyer erklärt uns, dass Bodenerosionen in der Landwirtschaft ein großes Problem sind. Wind und Regen können vor allem im hügeligen Gebiet große Massen an wertvoller Erde abtragen. Und es ist schnell möglich, dass bei so einem Starkregen 5 mm Bodenabdruck sind. Das sind 75 Tonnen pro Hektar, muss man sich vorstellen. Die haben einen Wert, nur die Nährstoffe, was drinnen sind, von 800 Euro, was mir fehlen, das ist mein Kapital, was wegrennt. Zwischensaaten, auch wenn sie wie hier schon vertrocknet sind, halten den Boden mit ihren Wurzeln zusammen und ermöglichen, dass bei starken Regenfällen das Wasser langsam versickern kann. Der trifft zuerst auf der organischen Masse auf, rinnt über diese runter und kann dann im belebten Boden versickern. Und auf der anderen Seite, wenn wir da drunter schauen, haben wir da überall die Löcher und die Gänge, die die ganzen Wurzeln hinterlassen. Auch wenn da das Wasser als Rinnen anfängt, das setzt sich da fest, macht wie lauter kleine Becken und zieht mir den Boden nicht mit. Das heißt, das macht wie lauter kleine Staudämme da rein. Und somit bremst er so. Und durch die ganze Durchwurzelung kann es auch schneller oben versickern. Und somit habe ich da kein Problem und es geht mir die Erden nicht bis ins Dorf. Auf diesem Feld sollen heuer Zuckerrüben wachsen. Damit die trotz der Zwischensaat gedeihen, hat man laut dem Landwirt 2 Möglichkeiten. Entweder man pflügt den Acker, damit beseitigt man das Unkraut, zerstört aber auch die gute Bodenstruktur. Oder man verwendet wie hier Glyphosat. Wie schaut das aus? Also die Rüben sind jetzt vor ein paar Tagen quasi schon gesetzt worden. Genau, die sind da vor 4 Tagen jetzt angebaut worden. Man sieht es hier zwischen den Reihen, in Abstand von 50 cm sind die reingekommen. Und zwischen den Reihen bleibt aber mehr organische Masse liegen, die uns eben den Erosionsschutz bietet, die auch den Boden bedeckt und somit im Boden da Feucht erhält. Und wenn man da rein glätzeln, findet man nachher die Samen, die da schon drinnen liegen. Da zum Beispiel sieht man, das ist eine Rübenbille, die ist jetzt da bereits aufgesprungen. Das heißt, die wird in den nächsten Tagen nachher zu keimen anfangen. Und wenn man sich da dagegen dann stellt, da ist ein Ausfallgetreide daneben, das hat schon diese Größe. Das heißt, wenn ich da keinen Glyphosateinsatz mache und das weggebe, hat die Rübe, die kleine, nie eine Chance gegenüber der Konkurrenz von denen. Und es geht jeder Pflanzen
hauptsächlich um Wasser, Licht und Nährstoffe. Glyphosat gibt es seit 40 Jahren. Es ist eines der am meisten eingesetzten Pflanzenschutzmittel der Welt. Es ist ein Breitbandherbizid, das Gräser und Kräuter tötet. Es ist einfach in der Anwendung und billig. Dass sich aber manche Landwirte, die Politik und auch die Wissenschaft uneinig ist über die langfristigen Auswirkungen des Gifts auf Mensch und Natur, wird es gelobt und verteufelt gleichermaßen. Laut Angaben der Industrie soll das Glyphosat nach einiger Zeit wieder aus dem Boden verschwinden. Das wollen wir genau wissen und entnehmen gemeinsam mit Lorenz Meyer Bodenproben. Hier bei einem Feld, auf dem der Landwirt vor einem Jahr das letzte Mal gespritzt hat. Mitte Mai, 6 Wochen später, entnehmen wir auch von dem Rübenfeld, auf dem heuer gespritzt wurde, Proben. 1 Kilo Erde und eine Zuckerrübe. Hier im Labor der Lebensmittelversuchsanstalt Klosterneuburg werden die Proben untersucht. Auf Rückstände von Glyphosat, einem weiteren Wirkstoff namens Glufosinat, und auf Amper, ein Stoff, der entsteht, wenn das Pflanzenschutzmittel im Boden umgewandelt und abgebaut wird. In den Bodenproben haben wir in der Probe, die länger nicht behandelt wurde, in geringem Ausmaß Glyphosat-Rückstände gefunden. In der Probe, die kurzfristig vor unserer Probennahme behandelt wurde, höhere Mengen. Zwischen 0,05 und 0,09 Milligramm pro Kilogramm konnten in den Bodenproben nachgewiesen werden. Die Zuckerrübe selbst ist frei von Belastungen. An der Universität für Bodenkultur treffen wir Johann Zaller. Er ist Experte für den Einsatz von Pestiziden, ein durchaus kritischer. Wir haben jetzt hier die Analyseergebnisse von den 2 verschiedenen Proben. Wie sind etwa Ihre Einschätzungen zu den Werten, die wir hier gefunden haben? Also es ist offenbar nicht allzu viel drinnen, aber immerhin konnte das nachgewiesen werden in Feldern, die letztes Jahr mit diesen Substanzen behandelt worden sind. Das ist schon einmal recht bemerkenswert, ja. Weil ja die Halbwertszeit für Glyphosat, die liegt, also gibt es eine riesen Schwankungsbreite, zwischen 2 Tagen und 170 Tagen. Okay. Das heißt, wesentlich weniger als ein Jahr. Das heißt, und dann müsste es quasi auch laut Herstellerangaben komplett abgebaut sein? Oder wie sagt der Hersteller? Dann müsste es abgebaut sein, ja. Okay, das heißt, das müsste man ab dann nichts mehr finden. Richtig, richtig, ja. Okay. Laut dem Experten können sich diese Stoffe im Boden mit der Zeit auch aufsummieren, je nachdem, wie oft und intensiv Glyphosat eingesetzt wird. Was die Auswirkungen auf Mensch und Natur betrifft. Natürlich sind das jetzt geringe Werte, aber wir wissen bei vielen Substanzen, vor allem bei solchen, die hormonell wirksam sind bei den Menschen, dass die Konzentrationen nichts aussagen. Das heißt, geringste Konzentrationen können bereits eine hormonelle Wirksamkeit entfalten. Es ist Anfang Juli. Die Zuckerrüben sind noch nicht ganz reif, dafür aber der Weizen. Da es heuer besonders heiß und trocken war, muss dieser schon 2 Wochen früher geerntet werden. 40% weniger Ertrag hat Lorenz Meyer dieses Jahr. Wir treffen ihn während der Ernte und zeigen auch ihm die Ergebnisse der Bodenanalyse. Also überrascht schon, weil ich auch glaube, es geht ganz weg. Aber das andere ist wieder, sag ich mal, bei 0,05 Milligramm pro Kilo Erden. Das ist in Wahrheit nicht viel und das Wichtige ist, warum sie anwenden, ist für mich der Erosionsschutz, dass der Boden überhaupt da bleibt. Weil die Alternative ist nachher, dass der Boden wecker ist. Da hilft es mir aber nachher auch nichts, wenn ich nichts im Boden habe, aber der ist verschwunden. Also da muss man irgendwo so einen Mittelweg finden, sage ich, der was in Ordnung ist. Für Naturwissenschaftler ist es nicht erstaunlich, dass man auch nach Jahren noch Rückstände von Pflanzengiften in unseren Böden findet. Welche langfristigen Auswirkungen das auf die Natur, uns Menschen, aber auch auf die Landwirtschaft haben wird, darüber ist man sich heute noch uneinig. Wie gefährlich ist also Glyphosat? Darüber diskutieren jetzt live im Studio Roland Achertz von der Österreichischen Agentur für Risikobewertung und Ernährungssicherheit und der Umweltchemiker Helmut Burtscher von Global 2000. Guten Abend an Sie beide. Guten Abend. Ja, Herr Achertz, wir in unseren Tests, bei unseren Tests wurden auch ein Jahr nach Einsatz von Glyphosat Rückstände im Boden gefunden. Wie gefährlich schätzen Sie das ein? Die
Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit schaut sich diese Dinge an, also an mehreren Punkten, weil es um die Sicherheit des Menschen geht und weil es um Auswirkungen eben auf die Umwelt geht. Also ein Pflanzenschutz, Mitteleinsatz, egal konventionell oder biologische Landwirtschaft, hat immer auch Auswirkungen auf die Natur. Und unser Auftrag als Wissenschaftler ist es, das zu überprüfen und etwaige Auswirkungen auch gering zu halten. Wie gefährlich und schätzen Sie das nun ein, diese Rückstände? Die Werte, die ich jetzt aus diesem Bericht mitgehört habe, sind im Spurenbereich, also 0,05, das ist so an der, über der Bestimmungsgrenze. Und vielleicht ein bisschen zur Korrektur, das, was in diesen Abbaudaten passieren muss, also wie sich ein Stoff im Boden abbaut, das stimmt, sagen wir im Schnitt 47 Tage, drüber, drunter. Aber das ist ein Wert, der sagt, in diesem Zeitraum muss dieser Wert halbiert sein. Ja? Das ist nicht null. Und in den Konzentrationen, wie es hier gefunden wurde, ist das für die menschliche Gesundheit und auch Auswirkungen Bodenleben unbedenklich. 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 Würden Sie das auch so sehen, Herr Butcher? Nicht, nein. Also die Mengen, die wir gefunden haben, sind zwischen 5 und 10% von der Aufwandmenge. Also man bringt 3 Kilogramm pro Hektar aus und das entspricht der 0,3 Gramm pro Milligramm. Entschuldigung, 0,3 Gramm pro Quadratmeter. Das ist also sehr wenig, was reicht, um die gesamte Pflanzendecke von einem Quadratmeter zu eliminieren. Wenn ich von dem jetzt 10% in der Erde drinnen habe und ich weiß, so eine Handvoll fruchtbare Erde hat ja mehr Mikroorganismen, als es Menschen auf dem Planeten gibt. Ja? Und die haben ja alle eine ökologische Funktion. Das heißt, sie versorgen die Pflanze mit Nährstoffen, sie helfen der Pflanze auch das Immunsystem gegen Schaderreger aufzubauen. Wenn ich das jetzt beeinflusse, und wir wissen, Glyphosat tötet nicht nur Pflanzen, sondern auch Bakterien und Pilze über den gleichen Wirkmechanismus. Das ist ja nicht gewünscht, das ist eine Nebenwirkung. Und damit wird genau dieses ökologische Gleichgewicht im Boden auseinandergebracht. Und dann kommen gewisse Krankheiten, die man früher gar nicht so oft gehabt hat, die aus dem Boden kommen, Pilzerkrankheiten, die man in ganz Europa jetzt findet. Also nicht unbedenklich, sagen Sie. Ich glaube, es ist nicht unbedenklich für die Landwirtschaft. Es gibt ja Beispiele aus Frankreich. Es gibt ja Beispiele aus Frankreich, wo in manchen Weinbauregionen die Felder nicht mehr bewirtschaftet werden können, weil die Böden so zerstört sind vom Einsatz von Mitteln wie etwa Glyphosat. Laufen wir der Gefahr, dass unsere Böden zerstört werden? Ich möchte mal Bezug nehmen auf diesen Umstand der Boden, der hier untersucht wurde. Dazu gibt es Studien im Labor, dazu gibt es Feldversuche, genau im Zusammenhang mit Glyphosat, wo in bestimmten Konzentrationen die Auswirkungen gemessen werden. Deswegen können wir jetzt nicht das unterschreiben, was der Herr Burtscher meint, dass sozusagen Bodenleben zerstört wird. Es gibt Auswirkungen, aber in keinem bedenklichen Ausmaß. In diesen gefundenen Konzentrationen Auswirkungen, Pflanzenschutzmitteleinsatz, egal chemisch, synthetisch oder biologisch, auf die Umwelt gibt es. Im biologischen Weinbau, im sogenannten konventionellen Weinbau, das ist so. Und diese Auswirkungen, das ist unser Auftrag zur Sicherheit für einen Landwirt, zur Sicherheit für einen Konsumenten dieser Produkte, Lebensmittel, das zu überprüfen und diese Studien auch anzusehen. Und wir überprüfen Lebensmittel. Wir überprüfen Trinkwasser nach Rückständen. Das ist besonders wichtig, entlang der ganzen Lebensmittelkette. Jedenfalls, in Österreich wird Glyphosat auch eingesetzt. Ja. Aber wo und wie oft, das schauen wir uns jetzt gleich an. Glyphosat wird in der heimischen Landwirtschaft im Obst- und Weinbau eingesetzt, um Unkraut unterhalb der Bäume zu entfernen und im Ackerbau, bevor eine Kultur angebaut wird. Die sogenannte Sikkationsspritzung bei Getreide, um knapp vor der Ernte den Reifeprozess zu beschleunigen, ist verboten. Trotzdem dürfte laut Pflanzenschutzmittelregister der Agentur für Ernährungssicherheit Glyphosat bis zu 7 Tage vor der Ernte verwendet werden. Das heißt, zum einen, weil diese 7 Tage, dass offensichtlich die Behörde der Meinung ist, dass das wirklich der Stoff nicht sehr kritisch zu sehen ist. Zum Zweiten empfehlen wir das nicht, weil es auch in Österreich nicht notwendig ist. Das heißt, wir hätten auch überhaupt nichts dagegen, wenn diese Form der Zulassung in Österreich entfernt wird. Aufgrund der guten klimatischen Bedingungen in Österreich wird laut Landwirtschaftskammer das Getreide hierzulande auch ohne Hilfsmittel rechtzeitig reif. Ja, Herr Achatz, diese Sikkationsspritzungen sind also in Österreich verboten. Warum gibt es trotzdem diese 7-Tage-Regelung?
Vorerntebehandlung würde das dann lauten im Fachbegriff. Warum gibt es die? Es hat im Jahr 2013 im Parlament wurde beschlossen ein Agrarrechtsänderungsgesetz. Da wurde das Sikkationsverbot beschlossen und diese Vorerntebehandlung nicht. So einfach ist es, da waren wir jetzt auch nicht involviert. Aber wo wir involviert waren und sind, Wiedergenehmigung Glyphosat, das Verfahren ist ja abgeschlossen, da geht es insgesamt um die Reduktion des Wirkstoffeinsatzes. Und da haben wir auf europäischer Ebene, sind wir dafür eingestanden, Sikkation, Vorerntebehandlung, auch bis hin zu Einsatz, wo man es gar nicht vielleicht braucht, außerhalb der Landwirtschaft, im Heim- und Kleingarten, das einfach rauszunehmen, um insgesamt auf der ganzen europäischen Ebene eine Reduktion des Wirkstoffeinsatzes zu erzielen. Warum? Für einen Menschen sicher, für die Umwelt gibt es Auswirkungen und die wollen wir reduzieren. Herr Butcher, finden Sie das sinnvoll, so wie das gehandhabt wird? Absolut nicht. Also Glyphosat ist wahrscheinlich für den Menschen krebserregend. Das ist die Einstufung der Weltgesundheitsorganisation. Und jetzt ist es erlaubt, in Österreich 7 Tage vor der Ernte ein Brotgetreide mit diesem wahrscheinlich krebserregenden Stoff zu spritzen. Die Grenzwerte sind um den Faktor 100 angehoben worden in den 90er Jahren, um diese Praxis quasi zu legalisieren. Das heißt, man tut mit einem Unkrautvernichtungsmittel ein Brotgetreide abtöten. Und auch wenn Sie jetzt sagen, das wird nicht genutzt, warum ist diese Zulassung dann überhaupt noch da? Aus meiner Sicht hat da die Zulassungsbehörde letztlich ein Schlupfloch gebaut. Wir schauen uns an, ob Glyphosat in unseren Lebensmitteln drin ist oder nicht, hat natürlich Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Wie weitreichend diese Auswirkungen sind, darüber wird unter Experten viel gestritten, immer davon abhängig, wer der Auftraggeber der Studie ist. Schauen wir uns das mal genauer an. Seit Jahren tobt in der EU ein Streit um die Zulassung von Glyphosat. Den Behörden werden Mängel im Umgang mit Studien zu den gesundheitlichen Auswirkungen vorgeworfen. Man hält das Pestizid weiterhin für sicher, obwohl es von der WHO als wahrscheinlich krebserregend eingestuft wurde. In Österreich soll es nun eine Machbarkeitsstudie zu Glyphosat geben. Wir machen keine neuen Studien im Sinne von biologischen Studien. Das heißt, wir untersuchen jetzt nicht im Labor Glyphosat Wirkung auf irgendeinen neuen Organismus oder einen bestehenden Organismus. Das ist ausreichend untersucht. Das haben Experten untersucht, Expertinnen in Europa. Da gibt es genügend Dokumente dazu. Wir wollen zeigen, was heißt das für Österreich. Wir schauen uns einerseits an die rechtlichen Grundlagen, wir schauen uns an die wirtschaftlichen Bedeutung oder die wirtschaftliche Auswirkung für die Landwirtschaft. Es geht um die Frage, Ausstieg aus Glyphosat oder nicht. Die Machbarkeitsstudie soll eine Entscheidungsgrundlage für die Politik sein. Ja, Herr Butcher, es gibt mehrere Studien zu Glyphosat mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Als Konsumentin, als Konsument, welcher Studie kann man eigentlich trauen? Also ich habe mir die Studien sehr genau angeschaut, vor allem diejenigen Studien, die untersuchen, schädigt Glyphosat die menschliche DNA, die Erbsubstanz. Weil das ist der Mechanismus, mit dem Krebs, aber auch Missbildungen erzeugt werden. Und da ist das Bild nicht so klar, dass es unterschiedliche Ergebnisse gibt, sondern es gibt ganz homogene Ergebnisse. Die Studien, wo unabhängige Universitäten gemacht haben, die kommen überwiegend zu 3/4, das können Sie nachlesen im Behördenbericht, zu dem Ergebnis, Glyphosat hat diesen Effekt. Und das ist ein krebserregender Mechanismus. Die Studien der Industrie, also die Monsanto und Co. selber finanziert haben, zum Teil selber gemacht haben, von denen findet kein einzigen dieses Ergebnis, ja. Aber die Industrie hat natürlich einen Interessenkonflikt. Wenn die nämlich finden, dass ihr Stoff die Erbsubstanz des Menschen schädigt, dann sind die Chancen für eine Zulassung in Europa deutlich geringer. Derzeit läuft auch ein Gerichtsverfahren in den USA. Da hat ein krebskranker Mann Monsanto geklagt. Können Sie ausschließen, dass Glyphosat für den Menschen schädlich ist? Das wird ein privatrechtliches Verfahren sein, das ist eine Klage, das müssen auch Gerichte entscheiden. Wo etwas einklagbar ist, muss man das auch machen, das ist sehr wichtig. Ich möchte aber nur referenzieren auf die Unabhängigkeit. Die AGES,
Gesundheit und Ernährungssicherheit steht nicht bei uns nur obendrauf, sein gesetzlicher Auftrag. Wir werden von Steuergeldern bezahlt. 50 Wissenschaftler bearbeiten diese hunderten Studien in so einem Prüfungsverfahren. Das ist für mich der Beleg für die Unabhängigkeit der österreichischen Bewertung. Wir können uns die Daten anschauen, die andere Organisationen, Universitäten und auch ein Teilbereich, nämlich die Krebsforscher in der Weltgesundheitsorganisation, nicht einsehen können, weil wir den Behörden zuarbeiten bei der Risikobewertung. Und aus der Summe dieser Daten lässt sich das nicht ableiten. Da gibt es keine Auswirkungen, was Krebs betrifft. Da ist es auch keine Evidenz, dass es auch fruchtbarkeitsschädigend oder hormonell schädigend ist. Daher die gute Botschaft, daher die gute Botschaft für den Konsumenten, und es ist ja eine Konsumentenschutzsendung hier, zu wissen, dass die Rückstände, die wir finden, 1600 Lebensmittel, Gemüse, alles mögliche, auf Glyphosat untersucht. Sagen, in einem Honig haben wir was gefunden. Ja, Sie sprechen den Konsumenten an. Ja? Immer wenn es um die Studien geht, aber es ist wichtig zu wissen, dass die meisten Konsumentinnen und Konsumenten haben diese Studien nicht alle gelesen und da herrscht viel Verunsicherung. Was raten Sie jenen, die verunsichert sind? Was kann man tun, um auf der sicheren Seite zu sein? Kann man sich irgendwie schützen? An Sie beide zum Schluss. Wir haben nur mehr ganz wenig Zeit. Der Griff zu Bio, also gerade jetzt bei Brot, wenn ich sicher gehen möchte, dass ich kein Glyphosat drin habe, weil jemand das gespritzt hat, weil es gesetzlich erlaubt ist, vor der Ernte, dann kaufe ich Bio-Brot, weil da ist es um keinen Fall erlaubt. Sonst, denke ich, sollten wir die Landwirtschaft generell aus der Abhängigkeit von Pestiziden rausholen, zum Wohl der Landwirte, zum Wohl der Umwelt, zum Wohl zukünftiger Generationen, denke ich. Mehr Bio? Ist das kann auch? Das kann ich unterschreiben. Wir entscheiden nicht, welche Art der Landwirtschaft betrieben wird, aber wir entscheiden, wir sind der TÜV der Landwirtschaft, der entscheidet, gibt es dort sichere Saatgut, sichere Pflanzenschutzmittel und in weiterer Folge, das überprüft die AGES, sichere Lebensmittel. Das kann ich Ihnen und unterschreiben. Mit Bio ist man auf der sicheren Seite, das sehen Sie auch so? Ist eine der Möglichkeiten. Beides sind Premiumprodukte, konventionelle Landwirtschaft, biologische Landwirtschaft, die sind okay. Bitte Vielen Obst Dank und Gemüse essen, an Sie ist beide. Gesund. Das Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Das Gerichtsverfahren läuft noch. In diesem Sommer soll es ein Urteil geben. Wir werden das weiterhin beobachten. Vielen Dank. Danke. Ja, und Ihnen danke fürs Zusehen. Das war konkret am Dienstag. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.